Also, das ist Zurkis Gastropop und Arenaplex. Nirgendwo im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben. Wenn ich Ratchet nicht finde. Keine Sorge, Bolts. Ich repariere dich. Versprochen. Alles hier. Also sollte ich vielleicht zurück zur Mission. Mords Limonenwasserrezept nimmt langsam Gestalt an. Du möchtest deine Gegner britzeln lassen? Schnapp dir den Blitzableiter! Sieht aus, als hättest du genug für diese Schönheit. Verbringst du viel Zeit hier? Ja. Der Laden ist eine Art Zuflucht für den Widerstand. Ich hoffe, der Imperator hat das nicht auch rausgekriegt. Willkommen im Zurkis, dem neuen intradimensionalen Gastropub und Arenaplex. Ich nehme deinen Mantel und all deine Waffen. Daran sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch im Zurkis. Wir metzeln mit einem Lächeln. Zurki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Arena. Das Universum scheint leider noch instabiler zu sein. Oh. Namaste und Frieden sei mit dir, Revit. Hey Zurki, hast du unseren geliebten ersten Mart gesehen? Brauchen Signalverstärker. Sieh mal an, so sieht man sich wieder. Gib mir das Keil. Bist du mir eher gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Keil, Pierre.
Wieder und wieder sage ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rusty Pete? Rostisch! Mon Dieu! Dein Freund ist ganz schön fresh. Mein Name ist Pierre Lefebvre. Pirat extraordinaire. Kämpfen wir drum? Zurkis ist eine gewaltfreie Zone. Regelt das draußen. Ich bin mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Wo melden wir uns zum Kampf an? Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir.
mir den Knöchel verstaucht. Ah! Aber keine Sorge, mein weniger hübsches Stunt-Double kämpft für mich weiter. François! Eureka! Sie hat's geschafft! Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Clank, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich sah, wie der Lombax dich mit... Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey, ich bin Rivet. Hi! Wow, das ist... Warte. Okay, ich muss dir was erzählen. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension. Bitte was? Nein. Ich habe genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen, aber... Ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an! Was können wir tun? Gibt es den Planeten Bleezer Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow, ein anderer Lombax. Los, bauen wir das Ding. Vollstrecker kämpft!
Ende meiner trügerischen Strecke erreichen, ohne von deinem Ross zu fallen? Kommt unser Lombax mit etwas Tödlicherem klar? Zum Beispiel mit den knochenschmelzenden Säuresümpfen von Sargasso? Wie soll Klein Zock und den Peter eine Arena des Schreckens leiten, ohne die Dimensionen kontrollieren zu können? Und endlich! Klein Zirkon geleitet unseren Champion zu... die knochenschmelzenden, augenverätzenden Säuresümpfe von... Sargasso! Es gibt eine kleine Änderung an meinen Plänen der... Vernichtung! Eines Tages will der Boss mich für den Kampf. Du bist ja auf einmal so still da hinten. Alles okay? Ich habe vielleicht nicht ganz korrekt dargelegt, wie schwer der Bau eines Dimensionators ist. Aber klar, wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Ja, aber Phasenquarz ist... Ah!
eins der seltensten Mineralien im Universum. Genau. Nette Mord, was? Wenn du das hier hörst und einen Moment oder zwei Zeit hast, Trudy könnte auf Sargasso deine Hilfe brauchen. Trudy? Sie ist eine Freundin. Hat wohl nichts mit der Rettung der Dimension zu tun, aber Mord fragt nicht, wenn's nicht wichtig ist. Dimension. Das stimmt, ich war weg seit, ihr wisst schon wie lange. Also dachte ich, wir sollten mal wieder quatschen. Was habe ich so gemacht? Oh, nur mit meinen treuen Fans geplaudert. Meine tolle Landschaft genossen. Und herausgefunden, dass genau zwei freche Lombaxe überall herumrennen und versuchen, alles zu ruinieren! Also biete ich jedem ein Kopfgeld von 30 Millionen Nefarius-Freiheitscoupons, der es schafft, mir diese pelzigen Ganoven zu bringen. Tot oder lebendig! Aber vorzugsweise lebendig, damit ich noch etwas Spaß mit ihnen haben kann. Mein raffiniertes Spionagenetzwerk deutet an, dass sie sehr bald auf Blizzard und Savali sein werden. Also beeilt euch! Oh, wenn diese Lombaxe zuhören. Ihr sollt wissen, dass ich euch zu Staub zertreten werde. Dann werde ich diesen Staub in eine Sonne schicken. Und anschließend werde ich diese Sonne in ein... Toll. Ich bin auf 2 Nefarius-Abschusslisten. Und er weiß, wo wir hinwollen.
Ich hab dich nicht vergessen, Trudy. Hallöchen, Rivet. Ach, sie hat nur Hunger auf Zopfsteine. Eigentlich futtert sie sie von den Steininseln da oben, aber wie es aussieht, ist sie zu müde zum Fliegen. Oh, wieder mal zu lange gefeiert? Keine Sorge, ich hol sie. Ach, du bist ein Schatz. Wir werden dann einfach hier auf dich warten. Oh, Trudy, ich weiß, du magst Mods. Partys, aber du kannst nicht die ganze Nacht tanzen, ohne zu essen. Ein Zopfstein! Genau, was Trudy jetzt braucht. Gelatoniumfabrik, damit wir dir persönlich danken können. Trudy, da! Rivet hat dir Zupfsteine mitgebracht. Weißt du, falls du noch mal mehr sammeln willst, würde ich diese Schutztruppenstiefel dagegen eintauschen. Ich markiere alle Zupfsteine der Gegend auf deiner Karte, falls du interessiert bist.